Servus meine Freunde und herzlich willkommen zur 6. Episode von Money Making oder auch schnell viele Münzen machen. Jo, da sind wir mal wieder. Wir gucken uns heute eine neue Methode an. Ich habe nämlich eine neue herausgefunden und zwar nämlich Qualität gibt dir Gold ein, Position Stürmer, also Stoßstürmer und gibt einfach mal bei maximaler Sofortkaufpreis, was weiß ich, 4.000 bis 5.000 Coins, so mache ich das immer. Gebt ihr mal ein. So, und jetzt schaut da mal nach einem Spieler, den ihr einfach gut findet. Einfach von den Werten her gut findet, der, wo ihr denkt, okay, der könnte sich gut verkaufen. Ihr müsst vielleicht auch beachten, dass es darum geht, er muss möglichst schnell sein und ja, wie immer eigentlich. Also halt gute Offensivwerte sollte er haben. Wir haben jetzt hier Bifuma uns mal rausgepickt. Und suchen den jetzt mal. Und dann, und zwar nämlich als ZOM. 26, 28. Okay, hier ist jetzt keiner dabei, der vom Preis heraussticht. Also gucken wir weiter. Das Prinzip dürfte jetzt jedem schon klar sein. Wir gucken nach Spielern auf veränderten Positionen. Baka probieren wir jetzt mal. Damit kann man sehr, sehr viel Geld machen. Mit diesem Trick 4000, 3600. Okay, hier ist jetzt auch nichts, außer der hier, auf den man bieten kann. Und vielleicht kriegt man ja sogar. Können wir mal machen. Schadet ja nicht. Und weiter geht's. Ja, manchmal sind hier wirklich richtige Schnapper dabei, die sehr, sehr günstig sind. Dann Dumbia als ZOM. Was kostet der denn so? 2,5. Okay, ihn gibt's recht häufig. Ihn gibt's zu häufig. Okay, natürlich hat jeder da so seine Spieler, die er ganz gerne mal benutzt. Kann ich euch jetzt allerdings nicht zeigen, weil dann würden sie ja bei mir selbst nicht mehr funktionieren. Und klar, ich mache jetzt einfach irgendwelche, die ich hier sehe. Aber da gibt es schon Spieler, das müsst ihr halt selbst für euch herausfinden, wer da gut ist. So 3,1 für diesen ZOM, den können wir für 3,8 ist der nächste. Also stellen wir für 3,7 drauf. Ja. Vielleicht geht er ja weg. Das heißt, vielleicht er wird weggehen, früher oder später. Wir gucken jetzt hier mal weiter. Stürmer. Und das ist eine sehr, sehr gute Methode. Man muss sich allerdings auch im Klaren sein, auch hier ist es so wie bei Silber- oder Bronze-Spielern. Die Spieler werden sich nicht immer in den nächsten 5 Minuten verkaufen. Das könnt ihr vergessen. Das dauert schon manchmal ein bisschen. Also, wie gesagt, mein Tipp ist immer über Nacht. Ist natürlich schade, wenn man wirklich die Coins schnell braucht, dann ist das vielleicht auch nicht so diese Methode, die ihr nutzen solltet. Aber wenn ihr sagt, okay, komm, ich habe gerade ein bisschen was übrig und das würde ich ganz gerne mal investieren, dann macht das so. Dann ist das wirklich ganz gut. Sio. Der hier. 3,6, 3,9, okay. Ist jetzt auch nichts dabei. Macht aber nicht. Ihr dürft euch nicht entmutigen lassen. Immer weiter probieren und dann klappt das auch. Er muss halt relativ viel Pace haben. Also ich sag mal, ZOM. Eigentlich ist das eine Position, da brauchst du nicht unbedingt so viel Pace. Da reichen 75 wirklich dicke. Aber die meisten Leute, die mögen eben schnelle Spieler. Und wobei das FIFA in diesem Jahr ganz gut hinbekommen hat. Also Respekt. ZOM. Und dann gucken wir jetzt mal nach Luis Adriano. Den habe ich gerade gesehen. Da ist er auch schon. ZOM. 26, 28 hier. 2000. Als Architekt sogar. Stellen wir jetzt einfach für 2,6 drauf. Wird schon weggehen. Wie gesagt, ich brauche das Geld jetzt nicht unbedingt sofort. Deswegen habe ich da ein bisschen Zeit und kann das für mich arbeiten lassen. Wer sofort was, sofort Geld braucht, natürlich, der kommt um diese eine Methode mit diesem, die, ich glaube, Episode 2 ist es, die ich euch da gezeigt habe. Der kommt um diese Methode einfach nicht rum, weil das, so geht es einfach am schnellsten. Das ist klar. Aber das ist ja auch ganz nett, auf jeden Fall. Da habe ich auch schon ein bisschen was an Profit einfahren können. Pato, ja, nicht so toll. Das könnt ihr natürlich auch mit teureren Spielern machen. Nur, ich mag das nicht so, wenn die dann so, ja, so extrem teuer sind, das nicht so geil. Ich weiß nicht, ich auch wenn ich eine Mille habe oder so, dann trade ich lieber so weiter. Also eher klein. Weil ich denke mir immer, wenn sich was nicht verkauft, ne, dann ärgere ich mich da nicht weiter drüber. Dann ist das halt so und mein Gott, Komfort. Morata, alter Vater, der ist günstig geworden, ey. ZOM. 5,5. Hier zum Beispiel 3,3.
und 3000. Und der nächste kostet 5, 4. Alles klar. Also stellen wir den für 4, 9 drauf, auf jeden Fall. Und dann wird er weggehen. Das sind jetzt ungefähr 2000 Coins, die ich hier mit Profit gemacht habe. Ja, und das. Da könnte ich mir vorstellen, dass er wirklich relativ schnell weggehen wird. Fuck, sieht der Junge aus auf seinem Bild, ey. Da kann ich mir echt vorstellen, dass er schnell weggehen wird, weil das ein sehr, sehr beliebter Spieler ist. Morata. Gucken wir mal. Martial. Ja, nach dem können wir auch mal gucken. Ist jetzt halt ein bisschen teurer, aber ist ja eigentlich egal. Martial. Da ist er auch schon, Stürmer. Der hat eine Inform, das wusste ich gar nicht. Dass der eine Inform hat, der Typ. Martial 7,5. Ah, naja, eher nicht so geil. Wobei für 6 nehme ich ihn. Wie viel kostet der Stürmer? 6000 würde ich nehmen. Ich weiß aber gar nicht, wie viel der jetzt gekostet hat. Ich habe es gerade noch gesagt, aber ich habe es gerade schon wieder vercheckt, ey. Heftig. Ja, da machen wir guten. Da machen wir. Also, wenn wir kriegen wir den Preis, ist das gut. Wir gucken mal weiter. Stürmer. Ja, können wir natürlich auch mit Suarez machen. Der hat gute Werte. Nicht schlecht. Die habe ich, glaube ich, noch kein einziges Mal gesehen. So, weiter geht's. Muss man davon nicht so beeindrucken lassen, ne? Seferovic, ich wusste gar nicht, dass er Gold ist. Ey, ich sehe hier Spieler gerade. Habe ich vorher so noch gar nicht gesehen. Mit Van Persie kann es vielleicht auch klappen. Cervinho in Form. Bakka. Ich bin heute echt irgendwie ein bisschen hohl. Weiß auch nicht. Wen wollte ich gerade? Ich habe gerade noch gesagt, dem könnte das auch klappen. Ach, Van Persie war es, genau. Ey, nehmt mir das bitte heute nicht übel. Ich hatte heute einen sehr langen Arbeitstag. Hab jetzt einen sehr langen Arbeitstag in Sakrament. Da sei mir das, glaube ich, mal verziehen. 1,9. Nächster war für 3,5. Also stellen wir für 3,4 drauf. Sind 1500 Coins Profit. Ohne jetzt allerdings die Steuern weggerechnet zu haben. Aber ihr seht, dass ich hier bei Martial überboten worden bin. Per Sofortkauf. Naja, egal. Gucken wir weiter. Dass wir wenigstens noch ein, zwei finden, dass ich mal ein paar Beispiele für euch gemacht habe. Wen haben wir denn noch? Wellback. Der ist doch nicht so teuer, oder? Alter, ich wollte gerade sagen. Okay. Wellback gucken wir gleich. Diesmal merke ich ihn mir auch. Wellback. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Menez kann ich euch nicht empfehlen. Klappt irgendwie nicht. Also bei mir zumindest nicht. Vielleicht klappt es ja bei euch. Bei mir hat das nicht funktioniert bei dem. Wobei ich nicht ganz verstehe, warum. Wellback. Und wen haben wir denn hier noch? Haben wir hier noch einen, jemanden? Benzema, Dost. Ist hier noch jemand dabei? Irgendwie gerade nicht, ne? Wellpack. Und einen muss ich noch finden. Einen muss ich noch finden. Ja, wir nehmen einfach mal Ramos danach. Jetzt machen wir erstmal Wellpack. Und das könnt ihr im Prinzip mit jeder Position machen, ja. Also, ich meine, von ZOM zu ZM ist auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Aber ich finde es von Stürmer auf ZOM sogar noch effektiver. Also, das ist einfach meine Meinung, weil das einfach öfters umgeswitcht wird. 5K. Na gut, wenn wir beide kaufen. Ja, wir kaufen einfach beide. Was soll's? 3,2 und 3,7. Kaufen wir mal beide und stellen sie drauf für 4,2. Ja, das klingt fair. 4,2 klingt gut. Ja, den können wir ein bisschen mehr, weil sonst machen wir da nicht so viel Profit mit. 4,4 ist okay. Und jetzt machen wir mal Ramos. Adrian Ramos. Als ZOM 3736 29. Den stellen wir für 35 drauf.
Also wie ihr seht, ich bin einfach ein Freund davon, halt vielleicht nicht ganz so viel Profit zu machen. Auf einen Schlag, einfach weil mir das Risiko einfach zu hoch ist, da wirklich mal in die Tonne zu greifen und eben mal, ja, einfach mal nicht so viel oder mal überhaupt kein Profit zu machen, sondern eher Minus. Und dann ist das halt nicht so ärgerlich, wie wenn ihr da was weiß ich, wie viel Coins in den Sand setzt. Also von daher, jo, das war's eigentlich auch schon von mir, von dem Tipp. Oh, 10 Minuten trotzdem. Das kam jetzt vor mit 2, 3. Das war's schon von dem Tipp. Nehmt es mir heute nicht übel, ich bin echt ein bisschen verplant. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr natürlich, wo der Daumen hin muss. Ne? Ist der Daumen oben? Wird man dich loben? Hebst du die rechte Hand? Ja, okay. Kennt ihr den? Der wurde mir heute auf Arbeit erzählt. Eigentlich nicht so witzig, aber irgendwie, naja. gut. Ihr könnt ja einfach ein bisschen weiter ran, dann kommt er vielleicht auch selber drauf, wie der geht. also gut. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zugucken und habt einen schönen Abend und jo, ich bin raus, macht's gut. Ciao, ciao.